Ja. Ach. Mechanical Pipes brauchen wir noch. Okay. Fluid rundherum importen. Deuterium ist also Output 1. Ja. Er ist da drinnen, sehr schön. Und Oxygen. Dumping Access. Haben wir hier irgendwas upgraded? Ja. Speed Energy, da sind wir schon überall drinnen. Hier glaube ich auch, ne? Ja. Hydrofluoric Acid schauen wir auch gut aus. Yellow Cake Uranium wird auch langsam, aber sicher mehr. Okay. Nice. Hier sind wir mal wieder voll, dann können wir mal wieder. Starten. Den Kollegen, damit hier auch ein wenig was weitergeht für den SPS, den wir irgendwann bauen wollen. 300, hier haben wir es bald. Wir brauchen aber noch einen Hohlraum mit Sprudel dann. Okay, das ist einmal ein Spezialcrafting-Rezept. Aber nichts, was wir nicht machen können. Das war das letzte Pad dann. So, Carbon, welche ist denn das? Der erste wahrscheinlich, ne? Enriched Carbon, okay. Ein Hohlraum. Sehr nice. So, to start fuel, we'll need a quick shot of the T-fuel. This is made by combining deuterium and tritium together in a chemical infuser. Start by making core and place it into infuser. Genau. Fusion to an a million on its own, but first you need to understand some mechanics. The easiest way to reduce power is by pumping in deuterium and tritium separately, then controlling how much fuel is burned using injection or in fuel tap. This has to be an even number with max of 89 as it combines DT fuel inside the reactor. The consumption of each fuel equals half, meaning 49 millibuckets zu zusammenbringen. Okay, also wenn wir jeweils 500 millibuckets zusammenbringen, das Ganze dann zu DT fuel umkonvertieren, dann sollte das gehen. Wie viel mir das Hohlraum? Chemical Infuser. Perfekt. Ist der gecraftet, ist immer wieder drüben. Der
den stellen wir jetzt da in die Mitte hin, weil es geht, ne? Und der bekommt einen Point, weil sie da ist und weil sie günstig sind. Kann nur sein, dass wir bald wieder mal Flux-Dust machen müssen. Denn wenn ich ihn hier reinstelle, haben wir beide Chemikalien links und rechts. Input, Input. Output. Output. Da macht uns das Ganze schon. Und da ist der Starter Pack 4. Deuterium stehen wir gut. Tritium eigentlich auch. Wie schauen wir hier aus? Der ist leer, der Kollege, der ist voll. Und ich denke, wir haben ihn im Laufen. Yep. Fährt jetzt hoch, braucht ein bisschen. Ich drehe die Injection Rate auf jeden Fall noch nicht hoch. Deuterium wird aber mehr. Tritium auch. Also das Tritium ist halt blöd, weil wir das nur produzieren können, wenn die Sonne da ist, aber das macht ja nichts. Wir haben hier nochmal einiges an Strom lukriert, könnte man sagen. Das Ganze fährt jetzt hoch und wird natürlich immer heißer, ne? Sehr nice. Fusion Reactor zu einer Million und jetzt müssen wir irgendwie die Quest abzuschließen, müssen wir 50 Millionen Redstone Flux Forge Energy, alle Redstone Flux, hieß es auch mal, ja, Forge Energy reinstöpseln. Da braucht man aber irgendeinen Quest-Kollegen at FTB. Task-Screen, Task-Screen, Task-Screen. Ich glaube, den Quest. Probieren wir mal den. Irgendwann müssen wir nämlich da einen Strom reinbringen in diesen Quest. Aber der Fusionsreaktor läuft. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt können wir eigentlich dann den Kollegen da drüben abschalten. Task. Machen wir den 1 Million. Weil ich glaube, der kann einen, der hat einen maximalen Input, ne? Oder auch nicht. Was haben wir hier abgeschlossen? Ah, okay. Dann bei Extreme Reactors. Ach, den haben wir abgeschlossen. Okay. Ja, ihr seht, es dauert ein bisschen. Nicht lange, aber ein bisschen, ne? 2,8 Millionen Input. Den Kollegen hier mal abschalten.
2,5 Millionen Input. Entschuldigt. Das macht mich gerade sehr glücklich. Das Gute ist, wenn wir den Quest hier fertig bringen, haben wir am Mechanism fast komplett fertig. Bis auf, also das Advanced Mechanism, bis auf die SPS, ne? Und hier bekommen wir eine Ultimate Induction Cell, noch eine, ne? Jetzt haben wir schon zwei drinnen, das wäre dann die dritte. Ah, zu wenig Eisen, oh Wunder. Was ich eben noch machen will, wir schauen jetzt mit dem Reaktorsprit aus. Oh ja, positiv, voll. Wird langsam, heißt das. Der Kollege ist voll. Obwohl er läuft. Und hier haben wir schon 126 Eimer drinnen. Sehr nice. Das heißt, wir haben nett positiv. Sehr nice. Das heißt, den Kollegen können wir eingeschaltet lassen. Die Maschine lassen wir eingeschaltet. 1,39 Millionen Redstone Flux. Gut, die bringt aktuell das Hauptstrom. No. Bis der Kollege da hinten hochgefahren ist. Wo ist der? 400.000 erst. Aber Temperatur steigt noch. Ne? Ich meine, wir könnten Induction Rate hochdrehen. Deuterium wird noch mehr. Tritium wird auch noch relativ schnell mehr. Sollte jetzt noch mal ordentlich die Temperaturen hochdrehen. 800.000 Redstone Flux wird beides noch mehr. Wird noch mehr tagsüber zumindest. Ah. Wird auch noch mehr. 1,2. Ah, 100 Millionen. Was? Achso, 1,6 Millionen wird er uns jetzt produzieren. Aus Wasser, basically. Ne? 6, 17, 3, 22. Ja, weil man wenig die Augen drauf behalten, würde ich behaupten. Und können wir dann natürlich noch weiter hochschrauben, wenn es ist. Ne? Also, Hauptding ist eh das Tritium, wenn wir uns ehrlich sind. Aber sonst eigentlich kein Thema. Dann bitte einen Hohlraum noch vorbereiten. Besser, wir haben einen, also wir brauchen einen. Ach du Schande, jetzt haben wir wirklich einen Fusionsreaktor. Ne? Jetzt kommt eins, er fährt hoch, ne? 1,6 haben wir gesagt. Maximalproduktion haben wir gleich. Ups. Na. So. Ja. 3,74 Input, ne? Da können wir den Kollegen fast wirklich abschalten. Um Dings zu sparen, ne? Uranonite und Co. Gut, haben wir eigentlich komplett voll. Wir brauchen halt fast nichts von diesen Uranonite, ne? Das tickt ewig langsam, ich glaube. Wir brauchen mehr von diesen Reaktoren.
Aber unser Stromproblem ist jetzt definitiv gelöst, egal für was vorerst. Nicht, wenn wir das Space einschalten, aber ja, ne? Ich würde mal behaupten, damit kann man ganz gut fahren. Was ist hier? Forge Energy, 8 Millionen Stored. Cool. Warum auch immer, dass wir das wissen. Sehr nice. SPS. Schauen wir uns jetzt noch an in die Aufnahme, hätte ich gesagt. Da müssen wir noch ein paar Dinge artcraften, glaube ich. So. Die Trümmer. Die autocraften. Supercharge Coil. Is placed a space spot on the center of two faces like the image when given power. This will supercharge polonium into antimatter. Only one is but use two if you want. You need 400 million. Okay. 60 SPS casings. Nee, autocrafting. Okay. Ich fürchte, das könnte noch ein wenig dauern. Wobei, jetzt läuft wenigstens der Kollege hier durchgehend. Er produziert halt nichts, wer weiß wie viel, da muss man halt auch sagen. Okay, da kommt auch wieder wenigstens einiges durch. Ne? Es ist nicht die Welt. Ich könnte natürlich den Kollegen jetzt hier abschalten, aber bis das sich zurückgestaut hat, könnte es ein wenig dauern. Können wir es eigentlich? Können wir, ne? Angeblich. Shielding Upgrade, Jetpack. Solar Charging Elytra. Ich weiß nicht, angeblich ist das wahnsinnig gute Armor, ne? Aber ich glaube, wir könnten sie jetzt craften. Wir haben Polonium, wir haben HDP-Shields. Aber ich bin eigentlich mit dem Vibranium-Zeug sehr zufrieden. Ich würde gerne das Unobtainium-Zeug machen. Da haben wir aber eh zu wenig Zeug noch dafür. Ethereum wird mehr. Und auch Tritium wird mehr. Gut. Das heißt, SPS wird noch ein wenig dauern. Lass mich das mal eben aufschreiben. Das haben wir gemacht ein bisschen. Das haben wir auch. SPS brauchen wir. Zettel haben wir mal weg. Okay, ja, Antimaterie ist dann notwendig für allerhand Zeug. Wahrscheinlich auch dann für irgendwas im Star hieß es, ne? Also wenn hier ein Stern ist, braucht man es hier irgendwo. Hört sich nicht so teuer an. Hier brauchen wir sie zum Beispiel. Ne?
Flight Module. Syringe mit Gas. Ach du Schande. Ja, okay. Ad Astra Jet Suit. Für wen braucht man den? Weiß man nicht. Gar nichts. Nitro Player Transmitter. Nexium Emitter Player. End Exchanger. Was zur Hölle? Create Zeug, Singularities, Railguns. Also, es gibt noch andere Upgrades, ne? Ah ja. Maximum Energy, Color, Laser, Radiation Shielding, Digging Speed Decreased, Melee Attack Amplification, Farming, Shearing Silk Touch, Ore Refinement. Brain Mining, Teleportation. Unter Wasser atmen. Ocean, okay, das hört sich echt wild an. Night Vision. Nutritional Injection. Geiger, was? Nutritional Paste, okay. Dosimeter, Geiger, Jetpack, Charge Distribution, Gravitation, Modulation. Das hört sich nach Flug an. Elytra. Kein Problem am Boden. Hydrostatic Repulsor. Ui, ui, ui. Servo Unit. Hydraulik Propulsion. Magnetic Attraction Frost. Ach du Schande. Hört sich ja wahnsinnig wild an. Ach, das war gerade das Mechanism Wikirda? Nee. Doch. ATM 9 Mecha Suit. Unbesiegbar mit der Rüstung, ja, ich glaub's fast. Hazmat Suit. Mecha Suit, so. Mecha Suit is highly configured set of late game modular armor added mechanism 10. The Mecha Suit is divided. Wartet mal. Hier bitte. Ist der Headpiece, Chestplate, Leggings, Boots. Each part of can be upgraded with modules. They are installed with modification station. Can be configured by backslash. Ja. It's considered the best armor and very expensive to make it fully. Even for late gameplay, require a large amount of polonium to be processed into pellets with fully up. However, the wearer becomes nearly invincible along with several functions such as eating, being able to be automated. Nice. Sollen wir das noch angehen? Was haben wir? Stunde knapp jetzt aufgenommen. Ich meine, das Zeug läuft ja eh mehr oder weniger vollautomatisch, ne? Das soll einfach wirken. Polonium wird langsam mehr. Was wollte ich jetzt hier? Ach.
Wir werden wahrscheinlich ein bisschen Ressourcen brauchen zum Bleistifteisen, ne? Ja. Ich denke, da werden wir Sulfuric Acid ist fast voll. Sehr schön. Das heißt, das staut sich zurück. Ah, das heißt, das Ganze fährt dann auch langsamer runter, braucht weniger Strom. Ne? Also wenn wir hier nochmal zurückhüpfen. Ja, okay, okay, kam immer noch ein bisschen zu wenig, aber es ist zumindest genug, um hier... Ah, geht sich noch knapp aus, okay. Aber egal, im Großen und Ganzen scheint es gut zu funktionieren, der Kollege läuft. Was will man mehr? Eisen, Gold schauen wir noch gut aus, Diamanten schauen wir noch gut aus. Kupfer, so, Kupfer, Alu. Kupfer, Alu. Ich hole einfach mal eine Partie Zeug rein. Das ist auf jeden Fall was, was ich noch machen möchte auch. Nicht heute, aber. Und zwar eine Automatisierung für die Ores. Wir haben ja hier unser super System mit Hydrogen, Chloride, Oxygen und Sulfuric Acid, das gerade leer ist. Ich glaube, ich will das auch für alle Major Ores haben. Ich will das für Gold haben, ich will das für Eisen haben, ich will das für Kupfer und das andere Zeug haben. Also sehr viele Maschinen für Dings, ne? Purification und Crystal ist egal, aber der Crystallizer, der Washer und die Dissolution Chamber bräuchte man pro Ohr, ne? Die Crystals, die dann rauskommen, können eh auf das Zeug hier aufgeteilt werden, ne? Also die können wir dann hier einfach exportieren. Ich frag mich gerade, weil dann könnte man nämlich sagen, okay, alles, was wir hier raus haben wollen als Ores, keine Ahnung, was uns so einfällt, ne? Zum Beispiel eben Eisen, schiebt er automatisch in die Eisenverarbeitung. Ach, Resonant, die können wir auch noch coole Sachen machen mit. Entschuldigt. Was wollte ich sagen? Jetzt ist mir aber gewaltig runtergefallen. Ja gut. Also alles Ohr, was da daherkommt, einfach direkt verarbeiten. Ja, es wird wahrscheinlich Sinn machen, alles auf Mystical Farmen umzubauen. Das ist halt sehr passiv, ne? Also ich weiß nicht, ob man noch was Schnelleres bekommen, außer das. Das ist schon sehr, sehr schnell. Hier übrigens sehr guter Backlog. Vor allem, wenn wir da drunter auch noch Lilipads stopfen, muss man an der Stelle mal sagen. Aber wenn man natürlich trotzdem alles, was irgendwie hier über den extremen Quarry reinkommt, wird verarbeiten könnten, wäre es schon fetzig. Auf der anderen Seite denke ich mir, was soll man mit 47.000, ich glaube, 5-fach Ores haben wir. 47 mal 5 sind 235.000 Kupfer. Ja. Ich meine, für Endgame-Sachen könnte schon Sinn machen, ne? Wir können ja damit diesen Mystical Fertilizer machen. Kann ich den, glaubt ihr?